So, hallo, wir machen weiter bei einer wahrscheinlich recht kurzen Folge. Wonders, denn ich habe nicht so viel Zeit zum Aufnehmen. Es dürfte gerade so für eine Folge gehen und dann, ja, ne? Ich hoffe, ich bin laut genug. Ich habe jetzt keinen großen Tontest vorher gemacht, aber es sollte passen. Es schlägt aus, also zumindest nimmt es auf. Das soll mir reichen. Wir haben ein paar Level vor uns, die wir einfach spielen können und ich würde sagen, wir gehen einfach durch, ne? Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Spike-Versteck im Senkröhrental. Danke für Feedback bezüglich der Blumen. Also bisher hat niemand was dagegen, wenn sie auf Japanisch laufen. Von daher lassen wir das einfach so stehen. Okay, da ist eine Röhre aufgetaucht, nachdem ich den gekillt habe. Auch interessant. Nee, ich möchte gerne den Kollegen hier behalten. Und die geht auch wieder rein, die Röhre. Okay. Okay. Aber hier ist irgendwas dahinter. Okay. Die können sich jetzt nicht bewegen. Also nur manche Röhren können sich dann bewegen. Okay. Sieht man das irgendwie, welche sich bewegen können? Okay, sehe ich das, dass die sich bewegen kann? Nee, ne? Ich sehe es nicht wirklich. Also es gibt jetzt kein so optisches Indiz. Was bringt mir das, dass die sich bewegen kann? Okay. Ich kann hier rein. Jetzt bin ich da hinten. Und jetzt habe ich Wasser. Okay, und jetzt habe ich die lila Münze. Okay, und jetzt habe ich eine Ranke. Und jetzt habe ich ein One-Up. Okay, alles klar. Gut. Nein, keine Feuerbombe. Ach, beziehungsweise, wir haben ja nur den Pilz da oben drin, ne? Dann kann man es ja so machen. Dann kann man es ja so machen. Okay, da ist die zweite. Das war nicht so gut. Ja, jetzt kann man auch die Feuerblume auslösen. Okay, da ist nix. Du, wow. Du machst dich weg. Kann ich hier rein? Nein. Okay, zweite Blume. Kann ich hier hoch? Nein. Und darüber wahrscheinlich auch nicht, ne? Oh doch! Yo, what? Okay, es war aber nur für Münzen. Hätte ich auch von hier aus hochgekonnt, ne? Ja, okay. Ja, wobei, warte mal. Nee, okay, da drüben ist definitiv nichts. Okay, hätte sein können. Okay, irgendeine von den Röhren muss sich bewegen. Ja, okay, die da bewegt sich. Dafür fährt die andere hoch. Okay. Wait, muss ich die Pflanze? Ah. Also die nicht die Pflanze, aber dieses Ding hier. Oh, nice. Das war die dritte. Wir haben alle. Dann fehlt jetzt in der Welt nur noch der Hauptsamen. Okay. Okay, das Ding fährt jetzt hier runter. Wow, nicht ganz runter, Hilfe. Nicht ganz runterfahren. Okay. Aber wieso kann die jetzt runter? Also warum kann die runterfahren? LOL.
Ach, der hat mir einen Hinweis gegeben. Okay. Hier ist der Samen versteckt gewesen. Ich habe das nicht richtig gerafft, aber ich habe es dann intuitiv richtig gemacht, Lul. Okay. Man muss die immer besiegen, dann geht's weiter, ne? Oh nein. Oh mein Gott, das war knapp. Hätte ich jetzt fast verloren? Ah nee, man muss die gar nicht besiegen, man muss nur aushalten. Man muss nur überleben, ja? Okay, da ist jetzt... Ja, wie komme ich jetzt da ran? Achso, der kommt einfach runter. Okay, dann haben wir jetzt alles in der Welt. Ja, okay. Ich hoffe, die fährt jetzt nicht runter, die letzte Röhre. Nein. Dann kann ich einfach ans Ziel springen, ja? Sehr schön. Ja, easy. Wunderbar. Sehr gut. Haben wir abgeschlossen. Zack. Okay, immer wieder schön. So, dann machen wir den Kollegen hier. Röhrendickicht im Sumpf. Okay, mehr Röhrenspäße. Schwierigkeit 3 Sterne jetzt mal. Okay. Was seid ihr? Koopas, die... Nein, nicht Koopas, aber so Schnecken, die da hochklettern können. Okay. Oh, und wir kriegen wieder den Elefanten. Sehr gut. Okay, der kann die killen. Nein, das wollte ich nicht. Das... Oh, nee. Das war dumm. Oh mein Gott, das war wieder dumm. Okay. Nein, ja, ich wollte gerade sagen, das Spiel rechnet aber damit, dass ich dumm bin und gibt mir den nächsten Elefanten. Ja, das habe ich grandios verkackt. Alles ist schlimm. Okay, der verschiebt die. Kann ich die auch verschieben? Oh ja. Ach lol. Jetzt habe ich die damit verknüpft. Kann ich damit jetzt nach hinten? Oh. Das gibt mir auch die erste 10er-Münze. Ja, cool. Okay. Okay, da war nix. Oder warte, kann ich die schieben? Ich kann die... Alter, okay, weil dann kann ich nämlich hier rein. Okay, gleich die nächste 10er-Münze oder was? Ja, Tatsache. Lol. Okay. Nichts dagegen. Aber jetzt habe ich leider keinen Elefanten, kann die Pflanze da oben nicht auslösen. Ist die Pflanze hier, muss leider Pflanze bleiben. Schade. Okay. Oh Gott, was tue ich? Okay. Okay, wenn ich jetzt beide kille, kann ich wahrscheinlich die Röhre verschieben. Ah, da ist die Muster drauf wieder. Zack. Dann kann ich hier... Okay, kann ich nicht. Ah, ich musste das sogar machen diesmal. Kann ich irgendeine von denen betreten? Nein. 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 Okay. Entschuldigung. Ah, Elefant. Jetzt verlieren wir den nicht mehr so schnell. Okay, da muss jetzt eine Röhre... Ja, Moment, dann kann die da wahrscheinlich drauf, ne? Ja, easy. Oh, lol. Den hat es jetzt automatisch eingesaugt. Okay, wir haben wieder sowas hier. Okay, jetzt haut der einfach ab. Okay. Bruder. Weiter so. Ich
versuch's. Okay, da hinten kann ich rein. Dann kriege ich schon mal den Kollegen. Und einen neuen Elefant. Okay. Ja, das war's. Sehr schön. Das war einfach. Wunderbar. Und da kamen wir jetzt aber nochmal eine Pflanze hier. Wie komme ich da ran? Ah, so. Bruder. Und yes. Cool. Schönes Level auch wieder. Wunderbar. Alles gepasst. Da hat alles gepasst. So muss das. Okay. Dann haben wir jetzt nur noch diese Piranha-Arena irgendwas, ne? Röhrenfels-Arena. Kampfparty. Okay, was muss man da machen? Wahrscheinlich Gegner besiegen. Ja, das war jetzt ein ganz wilder Guess. Das Tor öffnet sich, wenn du alle Gegner besiegt hast. Oh, okay, bist du besonders schnell, erhältst du zusätzliche Belohnungen. Okay. Ja. Ach so, hier geht's los. Ich verstehe. Ich meine wahrscheinlich... Noch 7. Wahrscheinlich... wäre es am Ende besser... Oh nein. Das mit Feuerblume zu machen, ne? 1768, okay. Oh, das geht aber noch weiter. Das war 1 von 3, jetzt kommt 2 von 3, oder was? Ah ja. So, easy. Geht aber direkt weiter. Okay, also das, die Zeit hört nicht auf dabei. Oh, der ist nicht tot. Wait, der ist nicht tot. Jetzt. Und der da unten noch. Okay. 49,3. Okay, die Zeit hört immer noch nicht auf. Wann hört die Zeit auf? Ah, jetzt hört sie auf. Ach, guck mal, ich habe aber alles geschafft. Also 180 hätte eine Münze gegeben, 120 gibt die zweite, 70 gibt die dritte und ich bin unter 70 gelandet. Ja, okay, das war einfach. Hallo? Achso, habe ich bekommen. Okay. Ja, okay, cool. Ja, dann schätze ich, haben wir hier unten alles abgeschlossen, oder? Hier war nichts. Oh, okay. Haben wir alles abgeschlossen? Lass mal gucken. Röhrenfels Arena ist abgehakt. Wo sind jetzt die anderen Level von gerade? Ah, hier. Spike-Versteck ist abgehakt. Röhrendickicht im Sumpf ist abgehakt. Okay, perfekt. Haben wir alles. Wie lange nehmen wir auf? Okay, das reicht noch nicht. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann können wir sogar noch das Schloss machen. Sehe ich das richtig? Ja, let's go. Erstes Schloss. Auf geht's. Schwierigkeit 3. Okay. Jetzt ist der Palast an der Reihe. Nicht vergessen, dass du R drücken kannst und sagst, ich will das Abzeichen nicht wechseln. Ich will meine Blume behalten. Meine Blume. Meine Dings natürlich. Meine Mütze. Meine Schwebemütze. Oha. Viele so SMB-Elemente auch eingebaut, ne? Okay.
gesagt. Sehr gut. Okay, wie viele Münzen da rausgekommen sind, auch schön. Kann ich hier noch irgendwas tun? Nein? Okay. Aber wir haben jetzt ja gelernt, also ich kann auch Röhren verschieben. Also manche zumindest. Wie komme ich da oben rein? Tschüss. Wie komme ich da oben rein? Hallo? Ach! Ich kann die von der Seite holen. Ja, okay, dann ist das aber jetzt nicht so. Nicht wert zurückzugehen. Okay, da ist der Samen. Okay. Wie komme ich jetzt da hinten rein? Einfach hier durch? Ah ja. Manchmal ist es einfacher, als man denkt. So, was geht jetzt ab? Jetzt fallen hier Dinge runter. Okay. Okay, jetzt bricht hier einfach alles ein. Das war nicht gut. Das bricht auch runter. Okay. Was? Ja, nee, lassen wir so. Es ist mein erstes Leben, was ich verliere, weil ich diese Sequenz noch nie hatte. Kann es sein? Kann es sein, dass es mein erstes Leben ist, was ich verliere? Okay, jetzt gucken wir uns mal kurz den Weg an. Wie wäre denn der Weg, ohne dass wir das machen? Dann geht es hier einfach weiter. Hä? Dann verpasst man die Münze hier unten? Wenn ich, den Samen mache, verpasse ich die Münze hier unten? Okay. Hä? Und die auch? Oder kommt man hier wieder runter? Das war nicht so gut. Aber das heißt dann... Okay, hier ist jetzt wahrscheinlich Ende. Ja. Okay, das heißt, wenn ich jetzt den Samen hole... Habe ich ja die anderen Münzen mitgenommen, ne? Dann müsste es doch passen. Das war dumm. Okay, let's go. Wir wissen jetzt ja grob, was passiert. Dinger haut jetzt eben runter. Aber ich habe doch gesehen, dass dahinter... Guck mal, ich komme da aber nicht ran. Das sind ganz viele solche Dinger. Ah, dann komme ich da von der anderen Seite ran, wenn ich zurücklaufe oder was. Soll jetzt hier aufpassen. Nicht zerquetschen lassen. Ach, dann würde man einfach hier... Okay, man wäre schon rangekommen. Man würde einfach zurücklaufen. Okay, alles klar. Also man hätte beide bekommen. Man hätte sie bekommen. Gut. Es ist kein Entweder-Oder. Ja, und hier wäre jetzt die andere gewesen. Hätte man auch bekommen. Okay. Und da ist jetzt dann der Samen. Okay, cool. Ich verstehe. Dann können wir jetzt ja zum Boss laufen. Hey, es ist Bowser Junior. Wer hätte es erwartet? Was glaubst du etwa? Du kannst mich aufhalten? Hehe, na gut, dann lass uns spielen. Papas Wunderkraft ist hier überall. Ja, und trotzdem kannst du nichts.
Toll. Krasse Wunderkraft auf jeden Fall. Okay, jetzt macht er mich groß. Auch krasse Wunderkraft. Was soll dir das jetzt bringen, wenn du mich groß machst? Ah, jetzt machen wir es andersrum. Okay. Dafür ist es jetzt viel langsamer geworden. Okay. Und jetzt? War's das? Okay. Ja, gut. Bosse in Mario spielen. Sind halt Bosse in Mario spielen. Normalerweise nicht sonderlich schwierig. Königssamen erhalten. Sehr schön. Und damit ist die erste Welt wieder normal. Und so gelang es Mario und dem Prinzen, den Palast zurückzuerobern. Mit dem geretteten Königssamen wenden sie sich wieder Bowser zu, der mit dem Schloss verschmolzen ist. Ja, wir können Bowser aufhalten. Okay. Plop. Easy. Die Blütinseln liegen direkt vor uns. Dieses wunderschöne Archipel ist das Herz des Blumenkönigreichs. Los, schnappen wir uns diesen Bowser. Ah ja. Blüteninseln ist so eine Mittelwelt scheinbar. Mhm. Dieser Bowser muss doch hier irgendwo stecken. Hey, ist das etwa? Ja, die Blüteninseln gehen so außen rum. Hehehe, meine Piranha-Wolken werden alle Störenfriede fernhalten. Deshalb kann ich mich ganz darauf konzentrieren, jedes noch so kleine bisschen Wunderkraft zu sammeln. Sobald ich genug für ein großes Wunder habe, wird mir die Welt gehören. Uhaha. Doch, wir können was tun, indem wir einfach weiterspielen und nicht labern. Wie wär's damit? Jeder Wundersamen zerstört einen von den Piranhas. Zack. Nee, wo ist die Piranha-Wolke hin? Was habt ihr getan? Solche Macht nur durch einen einzelnen Königssamen. Ja, wir sammeln einfach alle. Können wir dieses Gelaber nicht? Es braucht kein Mensch. Wir wissen alle, wir haben es alle kapiert. Let's go. Zum Wölkchengebirge, alles klar. Es gibt einen Königssamen im Palast an seinem Gipfel. Okay. Dann machen wir das doch. Dann machen wir das doch. Hast du mir was zu sagen? Die Blüteninseln liegen in der Mitte des Blumenkönigreichs. Die anderen Gebiete umgeben sie auf allen Seiten. Ja, wie ich es gesagt habe. Geh nach Norden, um zum Wölkchengebirge zu gelangen. Machen wir. Machen wir. Ja, und hier haben wir jetzt alles abgeschlossen. Da ist kein einziger Haken nicht da, ne? Wunderbar. Und da komme ich hoch. Da komme ich natürlich noch nicht ran. Aber das heißt, da kommt man dann von allen Seiten irgendwie Stück für Stück so entgegen. Okay. Haus des fleißigen Fischers. Mhm. Was kommt denn jetzt?
Seit dieser gemeine Kerl ist, weiß die Fische nicht mehr, was soll ich jetzt noch angeln? Nehmt diesen Wundersamen. Hey, krieg ich jetzt einfach Wundersamen? Okay. Okay. Das war interessant. Ach, jetzt haben wir neue Wundersamen. Die alten zählen jetzt gar nicht mehr, oder was? Aha. Okay, ach so, jetzt muss man hier neue Wundersamen sammeln. Ich verstehe. Was haben wir hier? Neues Abzeichen. Delfinkick. Abzeichentest. Drück unter Wasser R oder schüttel den Controller, um einen kurzen Geschwindigkeitsschub zu erhalten. Ah, ich hab den jetzt schon. Okay. Ah, ist das jetzt ein Bett? Das ist ein Wettrennen gegen die Münzen, oder was? Wahrscheinlich. Okay, haben wir die erste. Hier runter. Oh, ey, das geht ganz schön auf die auf die Finger. Wieso können wir sich einfach gedrückt halten, sodass man wirklich dauerhaft Speed hat? Ach du Schande. Ich habe weder die zweite noch die dritte bekommen. Das ist aber gar nicht gut. Das ist aber gar nicht gut. Ach du Scheiße. Was? War ich so langsam? War ich echt so langsam? Nee. Okay, da müssen wir noch mal rein. Vielleicht ist es dann besser, klein zu bleiben, oder? Oh. Ja, so viel zu klein bleiben. Okay, ich muss es deutlich mehr spammen. Okay, ich verstehe. Ja, jetzt haben wir gleich schon die erste Münze. Okay, ich muss es deutlich mehr spammen. Oh je. Okay, jetzt haben wir gleich die zweite Münze. Ja. Und da ist die dritte. Let's go. Nein, ich bin hängen geblieben. Nein, ich bin hängen geblieben. Och, nee. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, yes. Uff. Okay, ich dachte schon, es wird wieder nix. Gut. Ich dachte schon, es wird wieder nix. Ah, oh, das geht echt auf die Finger. Aber ist ganz nett, um sich unter Wasser fortzubewegen. Ist ganz nett, um sich unter Wasser fortzubewegen. So. Nee, wir bleiben trotzdem bei der Mütze.
Außer ich brauch's halt, dann ist was anderes. Jetzt gucken wir erstmal hier ein bisschen auf der Oberwelt rum. Die ist jetzt nicht so groß, aber... Ja, okay. Da ist auch nichts versteckt. Dann würde ich sagen, machen wir hier das nächste Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.